Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Was haben wir hier? Laserzielfernrohr. Ah, okay, das wäre eigentlich nett. Granatenwerfer? Das haben wir nicht. Oh, okay, wir haben nicht genug. Rotflinte, ja gut. Militärgewehr. Können wir uns auch nicht gönnen, ne? Nee. Wir haben 77. Das Verfeinerungswerkzeug können wir uns auch nicht holen. Oh Mann. Könnten uns das für 50 holen? Und das für 25. Oh nice. Komm, dann hole ich mir einfach mal die neue Ausrüstung. Und das Fernrohr. Cool. So, ja, da muss ich die Kletterpfeile dann reinhauen. Aber erstmal hinsetzen und Outfit ändern. Ich weiß, ich spreche selten über deine Ups. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Wir waren ein glückliches Trio. Hä? Als wir sie verloren, war ich ein Wrack. Und bin es noch. Ich hoffe, eines Tages finde ich Antworten, die den Schmerz beenden. Für mich ist es zu spät. Aber für andere vielleicht nicht. Ich schweife ab. Der Schlummertrunk war zu viel. Träum was Schönes, Schatz. Ging alles um sie? Die Frage über das Leben, die du beantworten wolltest? Oder war das eine Ausrede? Vielleicht erinnerte ich dich zu sehr an sie. Gott, Lara, du sprichst mit einem Geist. Über einen Geist. Nimm du lieber einen Schlummertrunk. Hm. Verliebenenjacke? Okay. Echt Verliebenen? Ne, Verbliebenen auch, ich wollte schon sagen. Raus, Handy, Whiteout-Jacke. Habe ich das schon alles anprobiert? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, wir nehmen wirklich mal hier das Kommando-Outfit. Oder Lederjacke? Was ist Lederjacke? Sieht das cool aus? Na, ihr ist kalt, okay. Irgendwie verständlich, ne? Ja, ich glaube, wir bleiben hierbei. Es ist ein cooles Outfit. Es sieht echt cool aus. Guckt euch das an, es sieht cool aus. Mit dieser Mütze einfach. Diese Mütze sieht so cool aus. Ich weiß auch nicht, warum. So, wir haben ja doch jetzt das Visier drauf, ne? Ich glaube, wir haben das Visier jetzt drauf. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie... Warte mal. Haben wir es drauf? Wir haben es drauf. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Das ist cool, das ist cool, das ist sehr, sehr cool. Oh, yeah. Dahin. Oder muss ich das anders machen? Okay, warte mal, kann ich das vielleicht echt dahin hauen? Das dann hierhin? Ah, nee, warte mal. Okay, okay. Ja, konnte ich. Da ist eine Kiste. Erstmal das hier. Nimm. Nimm. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Natürlich ist Lara vorsichtig. Natürlich. So, erstmal zur Sicherheit ranmachen. Und hier ist nichts mehr, hier ist aber eine Truhe. Haben wir bekommen? Volle Automatikflinte. Das zweite Teil dazu. Okay.
Komm ich da? Nein, komm ich nicht hoch, okay. Was war hier? Achso. Oh. Zwei Le- Oh, sehr gut. Geheimnis entdeckt. Daneben zum Steck, was haben wir hier? Basislager, genau, da sind Münzen. Hier sind überall Münzen. Wow. Haben wir hier irgendwie eine Höhle? Ja. Herausforderungsgrab. Hier wird doch auch irgendwo... Da. Wahre Sicht? Da muss ich da gerade hin? Ich weiß es nicht. Hätten mir nicht Krypto-Dings da angezeigt? Hier? Dokument. Hier haben wir Basislager. Was hier ist, weiß ich nicht. Hier haben wir ein Relikt, eine Höhle, Münzverstecke. Haben wir kein Krypto-Dings mehr? Herausforderungsgrab, was wir glaube ich schon gemacht haben. Mission. Münzversteck. Verlegt. Na hier, eine Truhe. Wie? Okay. Hier haben wir auch kein Krypto-Dingens. Na hier, Mission. Herausforderungsgrab. Ja, das war hier Krypto-Eingang. Aber davon sehe ich jetzt keinen weiteren. Doch da. Welche Map ist denn das? Geothermales Tal, okay. Da müssen wir nochmal hin. Also den... Eigentlich will ich diesen Bogen haben. Egal. Dieser antike Bogen wird schon richtig geil sein. Jo, ich musste einmal kurz runterschreien. Es gibt nämlich gerade Essen, was ein bisschen unlucky für mich ist. Ah, komm schon, Lara. Ist hier oben vielleicht noch ein Lagerfeuer, damit ich mich jedenfalls da hinsetzen kann? Ich muss jetzt auf jeden Fall kurz eine Unterbrechung machen. Weil ich die doch schon ganz gern essen würde. Wäre schon recht cool. Ich hab mich Hunger. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Oh. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an. Dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara. Es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Okay. Dann gehe ich mal hier durch. Guck mal, ob hier noch kurz ein Lagerfeuer ist. Ansonsten beende ich hier einfach kurz. Unterbreche ich hier mal kurz die Aufnahme, meine ich. Ja, okay, dann unterbreche ich hier kurz die Aufnahme, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, es geht weiter. Erstmal so. Aber ich glaube, da unten müssen wir gar nicht runterspringen, ne? Ich kann mal so machen. Dann kommen wir doch hier oben rauf, ne? Ja, alles klar. Und ich weiß gar nicht, ob das hier... Ja doch, ich glaube, falls wir den Jump nicht packen würden... Oder ist da... Ne, da unten ist einfach noch ein anderer Weg. Ah, alles klar. Aber da ist auch nichts. Ah, okay. Gut. Also verpasse ich nichts. Wenn ich da unten den Weg nicht gehe. Okay. So. Was haben wir hier? Erstmal hier rüber. Ich gehe mal hier hoch. Dann muss ich die Kletterwand nicht nutzen. Nice. Das Klettern ist nämlich echt nervig.
echt, echt nervig. Aha, oh yeah. Also auch nochmal richtig hinsetzen. Ärmel hochkrempeln. So, und weiter geht's. Folgen Sie Sophias Weg zur Trinity-Basis, alles klar. Das mache ich doch gerne. Ja, das mache ich doch gerne. Wo? Okay. Ah, alles klar. Rüberspringen. Juhu! Jonah muss irgendwo da oben sein. Oh. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Oh nein. Das wird nicht einfach, Bruder. Ah, sie sind Brüder und Schwester. Bruder und Schwester, okay. Die Fahrt soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Ich meine, das ist ja echt lieb, dass sie das alles machen, damit sie leben kann, ne? Wenn das der einzige Grund wäre. Aber nein. Sie wollen die Weltherrschaft. Immer wollen alle diese Weltherrschaft, Mann. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Okay. Wir müssen uns beeilen und Jonah retten, ey. Wir müssen uns beeilen. Aber erstmal. Eichhörnchen töten? Ja, Eichhörnchen. Wir brauchen schließlich Fell. Okay, die geben uns nur Beil. Ist das dein Ernst? Und Erfahrungspunkte. Zwei Erfahrung. Wow. Ich bin ja echt begeistert. Spuren. Das hätte ich, glaube ich, auch noch erkannt. Oh, nein! Verdammt. Oh. Sie sind überall. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Irgendwas Schnuckeliges? Nein? Scheint irgendwie nicht so. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Okay, was mache ich jetzt? Sicher aus. Warten. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Wen hole ich mir jetzt? Ich glaube, ich mache das so. Nee, ich hole mir jetzt ihn hier. Genau. Und jetzt hole ich mir gleich ihn hier. Und keine weiteren Wachen, ne? Ich glaube nicht. Sehr gut. Und Fell bekommen wir, glaube ich, auch noch. Geil, hat sich gelohnt. Und Geweih. Und Geweih ist auch nett, muss ich ja sagen. Nehme ich gerne entgegen. So, haben wir hier noch, da haben wir Bilze, okay. Ein Hasen, den ich nicht treffen, nein, werde. Okay. Okay, hier müssen wir lang. Hätte sie auch im Leben lassen können, ne? Rein theoretisch. Rein theoretisch hätte ich das. Was ist passiert? Der Truck war zu schwer und ist angestürzt. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander.
Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Okay. Den hätten wir. Ist das dein erster Feldeinsatz für Trinity? Nein, ich wurde geschickt, um die Insel zu sichern. Nach Crofts Flucht. Hartes Stück Arbeit. Hab gehört, du musstest auch Einheimische töten. Ja, eine Art Sonnenkult. Ganz irre Sorte. Glaubt, Croft das überlebt. Shit! Achtung, Angriff! Oh, der kann mich hier durchtreffen, dein Ernst? Waren das alle? Scheiße. Ich hab den hier rechts nicht gesehen, ohne Witz. Sonst hätte ich den anderen nicht attackiert. Mann. Obwohl wir wohl einmal so eine Sache hinbekommen werden, ohne einmal die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Das wäre echt mal eigentlich ganz cool, ne? Wäre schon recht gut. So, hoch. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Mir reicht es hier langsam. Geduld, wenn wir hier Erfolg haben, können wir hingehen, wo wir wollen. Okay. Das Observatorium war also ein Erfolg? Ja, wir haben den Atlas. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dorthin? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürften wir bald abziehen. Den kann ich mir gleich schnappen, ne? Ja. Mit dem Kill von oben. Oder auch nicht. Gleich, wenn er nochmal hier langkommt, glaube ich, oder? Obwohl, da hinten sind auch noch welche. Jetzt. Sehr gut. Den hätten wir. Hier kommt keiner lang, ne? Ne, aber da sind zwei. Ich kann dich nicht beide mit einem Heady ausnocken, ne? Aber kann ich nicht einen weglocken? Und zwar nach da hinten. Moment mal, das sehe ich mir an. Zusammenbleiben. Da ist irgendwas. Okay. Okay. Das hätten wir. Da sind auch nochmal zwei, ist das dein Ernst? Der muss weggehen. Kann ich irgendwen dahin locken, wo er gerade stand? Als ob er mich gesehen hat! Mann! Kommt hier noch wer? Ja, da! Hey! Das war doch mal ein cooler Kill, oder? Das war doch echt mal ein cooler Kill.
Herausforderung: verbrannte Erde. Hören Sie Trinitys Operation? Verbrannte Erde? Hä? Ach, Treibstofftanks. Ah. Okay. Da war hier hinten auch noch einer. Irgendwo da hinten.